Das Torpediello fährt an einem Wintersonntagmorgen durch die Talsohle von Wuppertal. Entlang der Bundesstraße 7, die meiste Zeit parallel zum Wupperverlauf und der Schwebebahn. Wir starten im Osten in Barmen und fahren über Elberfeld und Sonnborn nach Wuppertal-Vohwinkel im Westen der Stadt. Dort ist auch die Endhaltestelle der Schwebebahn. Wir kehren um, fahren die gleiche Strecke zurück, diesmal bis zum östlichen Wendepunkt der Schwebebahn in Oberbarmen und schauen uns aus dieser Perspektive die Sehenswürdigkeiten entlang der Talsohle kurz näher an, die wir auf dem Hinweg nicht haben anfahren können. Auf unserem Heimweg nach Barmen überqueren wir dann noch die Adlerbrücke, wo Tuffy aus der Schwebebahn in die Wupper sprang. Es geht los. Wir nähern uns der Dörner Brücke in Barmen und treffen sogleich auf das Wahrzeichen der Stadt Wuppertal, die Schwebebahn. 120 Jahre alt und immer noch ein modernes Verkehrsmittel. Sie transportiert täglich umweltfreundlich 80.000 Fahrgäste schneller und sicherer durch die Stadt als jedes andere Verkehrsmittel dies kann. Wir biegen auf die B7 ab, die Hauptader durch die Talsohle von Wuppertal. Links sehen wir das Opernhaus und davor die Skulptur I'm Alive des berühmten Bildhauers Tony Craig, der in Wuppertal lebt und arbeitet und hier einen eigenen Skulpturenpark bekommen hat. Dahinter folgt links das Geburtshaus mit Parkanlage von Friedrich Engels, wo wir auf der Rückfahrt für einen näheren Blick einbiegen werden. Entlang der Friedrich-Engels-Allee verlassen wir Unterbarmen und passieren einen Teil der Wuppertaler Universität mit ihren Gebäuden am Haspel, in denen unter anderem die Fachbereiche Bauwesen und Architektur untergebracht sind. Wir wechseln kurz die Wupperseite vorbei an der im historischen Stil erhaltenen Schwebebahnstation am Landgericht, um über die Wupperinsel zu kreuzen und dabei einen Blick auf die ebenso historischen Gebäude des Landgerichts links und des Amtsgerichts rechts zu werfen. Die Kaufleute, die in alten Zeiten Konkurs anzumelden hatten, mussten dafür zum Amtsgericht und sprichwörtlich über die Wupper gehen. Und wir folgen weiter der Bundesstraße 7 in Richtung Elberfeld Zentrum mit der Schwebebahn als ständigem Begleiter. Links fällt das Schauspielhaus auf, das lange Zeit auch als Tanztheater für das Pina Bausch Ensemble diente und jetzt auf seine Sanierung wartet. Noch einmal kreuzen wir die Schwebebahnstrecke hier an der Kluse, bevor wir über den neu gebauten Döppersberg, dem Eingangstor Wuppertals, rollen dürfen. Links verdeckt das stylische Primark-Gebäude den historischen Hauptbahnhof und hinter der Geschäftsbrücke werfen wir einen Blick auf das wirklich repräsentative ehemalige Direktionsgebäude der Bahn, das noch immer auf seine Bestimmung wartet. Der Sparkassenturm lenkt unseren Blick wieder nach rechts. Für über 140 Millionen Euro ist der Döppersberg nach dreijähriger Vollsperrung der Talachse und achtjähriger Bauzeit gerade fertig geworden. 8 Pkw-Spuren führen jetzt durch das Zentrum der Stadt, als wäre die autogerechte Stadtplanung nicht ein längst gescheitertes Planungsmodell des vorigen Jahrhunderts. Unsere Stadträte verkünden großmundig die Fahrradstadt Wuppertal, aber hier gibt es keinen durchgehenden Radweg, weshalb wir die Busspuren mitbenutzen müssen. Wir erreichen den Robert-Dorm-Platz. Als vor über 20 Jahren
das Schwebebahngerüst an den Wochenenden Stück für Stück erneuert wurde, kam es hier am 12. April 1999 zu dem bisher folgenschwersten Unfall in der Geschichte der Schwebebahn. Nach dem Austausch einer Fahrbrücke fuhr am Montag früh die erste Schwebebahn um 5.45 Uhr auf eine massive Metallkralle auf, deren Entfernung bei den Bauarbeiten auf der Schiene vergessen wurde. Die Schwebebahn wurde aus ihrer Schiene katapultiert und stürzte 10 Meter tief in die Wupper, rechts neben der Schwebebahnhaltestelle. 5 Menschen starben dabei und 47 wurden zum Teil schwer verletzt. Zuvor noch hatten 3 Mitarbeiter unabhängig voneinander die Strecke geprüft und diese Kralle dabei übersehen. Und noch bis wenige Wochen vor diesem Ereignis hatte man jeden Morgen nach Bauarbeiten einen unbesetzten Zugprobe fahren lassen, um die Sicherheit der Strecke zu überprüfen. Tragischerweise hatte man diesen Aufwand dann aber als überflüssige Sicherheitsmaßnahme angesehen und schlicht eingespart. Es war ja viele Jahre nichts passiert. Nach dem Robert-Daun-Platz befahren wir die lange Friedrich-Ebert-Straße, die uns zwischen modernen Zweckbauten auf beiden Seiten auch immer wieder durch großzügige Gründerzeitbauten und stilvolle Villen an die Glanzzeiten der Stadt vor mehr als 100 Jahren erinnert, als die heutigen Wuppertaler Stadtteile Elberfeld und Barmen mit ihrer Textil- und Färbeindustrie zu den am schnellsten wachsenden Industriestädten Deutschlands im Kaiserreich Wilhelms II. Zählte. Hier erstrecken sich über 1,7 Kilometer Länge entlang der Wupper seit 1866 die Bayerwerke, die in Barmen 3 Jahre zuvor gegründet worden waren. Auch heute noch ist Bayer der größte Arbeitgeber Wuppertals. Am Ende der Bayerwerke zwingt uns der Radweg in eine höchst gefährliche Lage. Eingeklemmt zwischen parkenden Pkw und der Bordsteinkante hat hier ein Radfahrer keine Chance auszuweichen, sollte ein Beifahrer die Tür im falschen Moment öffnen. Sicherer sind wir allemal auf der Fahrbahn unterwegs. Wir fahren auf eine bemerkenswerte Kuriosität zu. Man beachte hier die Ebenen der Verkehrsführung vollkommen unterschiedlicher Verkehrsmittel. Die Züge der Bundesbahn queren über die Schwebebahn hinweg. Die Schwebebahn ihrerseits kreuzt den Autoverkehr an der Wupperbrücke. Und darunter fließt die Wupper, auf der man Kanu fahren kann. Auf alten Postkarten sieht man oben über diesen 4 Verkehrsebenen noch einen Zeppelin gleiten, um den Effekt nochmal zu toppen. Wir drehen kurz eine Runde und schauen uns an diesem besonderen Ort etwas genauer um. Wir befinden uns am Übergang zwischen den Stadtteilen Elberfeld und Wuppertal-Sonnenbrunn. Hier gibt es am Hang den schönen Wuppertaler Zoo und unten das Fußballstadion des leider wenig erfolgreichen WSV. Deshalb heißt die Schwebebahnhaltestelle hier auch Zoo-Stadion. Genau hier, wo wir jetzt stehen, ist im November 2018 ein 150 Meter langes Stück der Stromschiene der Schwebebahn vom Gerüst gefallen. Die schwere Eisenschiene ist auf dieser Fahrbahn aufgeschlagen und hat dabei auch ein an dieser Stelle wartendes Cabrio getroffen. Die Schiene ist direkt hinter dem Fahrersitz eingeschlagen, aber der Fahrer blieb glücklicherweise völlig unverletzt. Zurück auf der B7 setzen wir unsere Fahrt Richtung Sonnborn fort.
Linker Hand werfen wir noch einen Blick auf die denkmalgeschützte Stadion-Tribünenfassade. Hier verlässt die Schwebebahnstrecke die Wupper und wird die letzten 2 Kilometer bis zu ihrer Endstation in Vohwinkel zwischen den Wohnhäusern hindurch über die Straße geführt. Man denke sich nur, jemand wollte heute eine solche Planung durchsetzen. Sicher unmöglich. Nicht nur von der Schwebebahn aus kann man in die Zimmer der Anwohner blicken, sondern hier klappt uns dafür sogar imaginär die Fassade auf. 1 Kilometer weiter überqueren wir das Somberner Autobahnkreuz, für dessen Bau in den 60er Jahren große Teile der Sonnbonner Altstadt abgerissen wurde. Die Schwebebahn überquert hier ebenfalls das Autobahnkreuz und musste dafür seinerzeit um 2 Meter angehoben werden, um auch optisch für die Lkw-Fahrer einen ausreichenden Sicherheitsabstand für die darunter durchfahrenden Trucks herzustellen. Hinter dem Sonnbonner Kreuz wollen wir der Kaiserstraße bis nach Vohwinkel zur Endhaltestelle der Schwebebahn folgen und unterqueren dabei zuerst den Schwebebahnbahnhof Hammerstein. Eine Hochbahn über einer vielbefahrenen Straße hängen zu lassen, ist nicht ohne Risiko. Bei meiner Fahrt denke ich daran, wie hier ein LKW 1981 einen langen Lichtmast schräg auf seinem Auflieger transportierte und sich dieser Mast in den Unterboden einer entgegenkommenden Schwebebahn gebohrt hat. 1990 fährt ein LKW hier unter dem Schwebebahngerüst seinen Ladekran zu hoch aus und eine Schwebebahn kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und rammt den Kran. Hier sind schon lange die Stützen des Schwebebahngerüsts mit massiven Betonsockeln geschützt. Weil zuvor im Jahr 1968 ein schleudernder LKW-Anhänger einen der Pfeiler getroffen und aus seiner Verankerung gerissen hatte. Dadurch stürzte ein Teil der Fahrtrasse hinunter auf die Straße. Bei all diesen Unfällen gab es glücklicherweise keine Schwerverletzten und selbst der Absturz der Schwebebahn am Robert-Daun-Platz 1999 mit 4 Toten und 47 Schwerverletzten hat den Rang der 120 Jahre alten Bahn als sicherstes Verkehrsmittel der Welt nicht ändern können. Hier, an der Schwebebahnstation Wuppertal-Vohwinkel, endet die Strecke. Die Bahnen wenden hier oder fahren in die große Wagenhalle, aus der heraus die Züge komplett in die darunter befindliche Werkstatt zur Wartung herabgelassen werden können. Wir wollen hier auch wenden und wie angekündigt durch die Talsohle zurückfahren bis zum anderen Ende der Schwebebahnstrecke in Wuppertal-Oberbarmen. Wir könnten von hier aus auch die Nordbahntrasse benutzen, ein wunderschöner Rad- und Naherholungsweg, der am Nordhang Wuppertals über die ganze Stadt hinweg führt und spektakuläre Aussichten bietet. Aber dazu gibt es bereits ein eigenes Video auf meinem Kanal. Stattdessen statten wir entlang der Talachse noch einigen anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt einen kurzen Besuch ab und erfahren dabei noch etwas mehr über meine leider viel zu wenig gewürdigte und oft unterschätzte Heimatstadt Wuppertal. Zuvor aber genießen wir noch ein wenig die einzigartige Fahrt auf der Kaiserstraße unter der Schwebebahnstrecke, die keine andere Stadt der Welt zu bieten hat. Auch wenn es hier bis auf wenige 100 Meter leider noch keinen Radweg gibt. Aber hier sind wir mit dem Velomobil schnell genug, um kein Verkehrshindernis zu sein.
Zurück am Bahnhof Hammerstein machen wir einen Zeitsprung über das Sombronner Autobahnkreuz hinweg zum Zoostadion, wo an der alten Sombronner Kirche die Schwebebahn von der Straße weg über die Wupper schwenkt und von hier aus 11 Kilometer nur noch dem Flusslauf bis Oberbarmen folgt. An den Bayerwerken wieder vorbei, über die Friedrich-Ebert-Straße und dem Robert-Daum-Platz sind wir bald wieder im Zentrum von Wuppertal-Elberfeld. Direkt hinter dem Eingangstor Wuppertals, dem Döppersberg, liegt die vielleicht architektonisch gelungenste neue Schwebebahnstation Kluse, zu der sich die Wuppertaler bringen lassen, wenn sie ins Cinemax-Kino oder ins Schauspielhaus gehen wollen. Auf diesem Platz treffen sich jeden ersten Freitag im Monat hunderte Radfahrer im Rahmen der Critical Mass Bewegung, um, wie in vielen anderen Großstädten auf der ganzen Welt, bei einer gemeinsamen Ausfahrt durch die Stadt auf die Belange der Radfahrer als umweltfreundliche Verkehrsteilnehmer aufmerksam zu machen. An der Schauspielhausfassade erinnert ein Zitat an die 2009 verstorbene Pina Bausch, Tanzpädagogin, Ballettdirektorin und vielleicht die bedeutendste Choreografin des modernen Tanztheaters. Ich glaube an die Kraft der Fantasie. Wenn ich will, dass die Sonne scheint, lasse ich sie einfach aufgehen, auch in Wuppertal. Zurück in Barmen befahren wir wieder, nun in entgegengesetzter Richtung, die Friedrich-Engels-Allee und passieren auch hier schöne, historisch gut erhaltene Gründerzeitbauwerke, wie es diese trotz des verheerenden Bombardements im Zweiten Weltkrieg noch viele in Wuppertal gibt. Rechts geht es noch am Polizeipräsidium vorbei. Und wir sind nun nicht mehr weit von unserem Ausgangspunkt im Zentrum von Barmen entfernt. Am Wohnhaus von Friedrich Engels, der sich mit Karl Marx im 19. Jahrhundert um die Interessen der ausgebeuteten Arbeiterschaft verdient gemacht hat, biegen wir ein und sehen uns ein wenig um. Denn dieses Jahr, am 18. November 2020, wäre Friedrich Engels 200 Jahre alt geworden. Und dies feiert Wuppertal mit einem großen Veranstaltungsjahr. Sein frisch restauriertes Wohnhaus bildet zusammen mit dem dahinter befindlichen Museum für Frühindustrialisierung das sogenannte Historische Zentrum Wuppertals. Leider kann der Engelsgarten jetzt im Winter noch nicht so sehr mit seiner sonst üppigen Blumenpracht und seinem grünen Baumbestand beeindrucken. Aber zwei wetterunabhängige Skulpturen erinnern hier im Park an die Zeit des Klassenkampfes. Der Bildhauer Alfred Hertlitschka schuf 1981 das moderne Engelsdenkmal »Die starke Linie«. Als zwei Jahre vor dem Mauerfall Erich Honecker im Rahmen seiner BRD-Reise auch diesen Ort hier besuchte, übergab ihm Udo Lindenberg als satirisch-skurriles Zeichen der Ost-West-Entspannung eine Lederjacke und eine Gitarre zum Geschenk. Ein ganz anderes Geschenk hat die Volksrepublik China der Stadt Wuppertal gemacht. Eine fast 4 Meter hohe Friedrich-Engels-Statue des Bildhauers Zheng Shengang demonstriert hier seit 2014 Chinas starke Verbundenheit mit Friedrich Engels und seinen Beiträgen zum Marxismus und der kommunistischen Revolution.
Am Opernhaus vorbei fahren wir auf die Kreuzung Alter Markt zu, die überspannt wird von einer spektakulären Schwebebahnquerung. Auf 120 Meter Länge hängt das Schwebebahngerüst hier an Drahtseilen, die von 4 38 Meter hohen Pylonen an den äußeren Rändern der Kreuzung gehalten werden. Nach dieser modernen Konstruktion bildet die nächste Schwebebahnhaltestelle Wertherbrücke wieder ein Zugeständnis an die 120-jährige Geschichte dieses Verkehrsmittels. Sieht man mal von dem behindertengerechten Aufzugsanbau ab, dann wurde die Schwebebahnstation Wertherbrücke in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt. Hier zeigt sich, wie damals selbst in einer profanen Haltestelle aus Stahl und Eisen verspielte Jugendstilelemente einem Zweckbau Pracht und Schönheit verleihen konnten. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Endhaltestelle Wuppertal-Oberbarmen, wo die Schwebebahn- und Eisenbahnbahnhöfe direkt nebeneinander liegen. Auch hier gibt es am Streckenende wieder eine Wendestation und eine große Wagenhalle für die Züge. Die Strecke zurück zum Alten Markt und Opernhaus lassen wir im Schnelldurchlauf vorüberziehen, denn gegenüber dem Opernhaus gibt es noch einen besonderen geschichtsträchtigen Ort, den wir am Ende unserer Fahrt unbedingt noch besuchen müssen. Es ist die Adlerbrücke an der gleichnamigen Haltestelle. Eine der wenigen noch erhaltenen Gitterträgerbrücken, hier aus dem Jahr 1868, hat ihre beiden Namensgeber, die Adler, dank einer Bürgerinitiative kürzlich wiedererhalten. Hier an diesem Ort hat sich der wohl spektakulärste Unfall in der Schwebebahngeschichte am 21. Juli 1950 zugetragen. Zu Werbezwecken hatte der Zirkus Althoff geplant, eine junge Elefantenkuh namens Tuffy vom Alten Markt bis nach Elberfeld mit der Schwebebahn fahren zu lassen. Das Tier war solche Aktionen schon von Straßenbahnen gewöhnt, deshalb hatten die Behörden dem Ansinnen letztlich zugestimmt. Aber das Quietschen der Schwebebahn in der ersten Kurve, das Schaukeln und die Enge mit den vielen Journalisten im überfüllten Waggon ließen Tuffy dann doch in Panik geraten. Sie trompetete wild und wackelte mit den Ohren, dann drehte sie sich, durchbrach dabei die Wand des Zuges und sprang hier aus dem fahrenden Zug hinunter in die Wupper. Wie durch ein Wunder wurde Tuffy dabei nur leicht verletzt und lebte noch weitere 39 Jahre im Zirkus als berühmtester Elefant Deutschlands. Man kann sich leicht vorstellen, dass seitdem Tuffy für unsere Stadt eine Art Maskottchen wurde und allgegenwärtig ist. Ob als Graffiti-Motiv, Kinderattraktion oder Weihnachtsdeko, selbst Milchprodukte im Supermarktregal werben hier mit dem Namen des kleinen Elefanten, der so untrennbar mit der Schwebebahn und Wuppertal verbunden ist.